Hallo und herzlich willkommen beim Grundschritttraining von Rhythmik, Verstehen, Fühlen, Lesen. Für die meisten Musizierenden ist es einfacher, Tonhöhen richtig zu singen oder zu spielen, als Rhythmen präzise umzusetzen, sowohl nach Noten als auch nach Gehör. Meine Erfahrung zeigt, dass in der Regel beim persönlichen Üben und beim Proben mit Bands, Ensemble, Orchester, Vereinen usw. meistens mehr als 3/4 der Zeit für das Erarbeiten von Rhythmen aufgewendet wird. Darum bleibt sehr oft wenig oder gar keine Zeit für die Bereiche, wo ein Musikstück musikalischer, lebendiger und spannender macht. Dynamik, Artikulation, Zusammenspiel, Intonation usw. Leider ist und bleibt die Rhythmik trotz einem riesigen Zeitaufwand ein chronischer Unsicherheitsfaktor. Die Ursache dafür ist, dass im Instrumental- und Vokalunterricht in der Regel von Anfang an Priorität auf Melodien und tonale Gehörbildung gelegt wird. Und eine gleichberechtigte Schulung vom Rhythmusgefühl findet normalerweise leider nicht statt. In den Instrumentalschulen und anderen Musiklehrmitteln wird Rhythmik grob gesagt oftmals auf die Not- und Pausenwert, Takt- und Taktangabe reduziert. Und die Lernenden hören als Ergänzung nicht selten nur den Satz, ja, die Rhythmik musst du halt einfach spüren, womit die Rhythmusschulung bereits abgeschlossen ist und leider für den Rest der musikalischen Tätigkeit der vorher erwähnte Unsicherheitsfaktor bleibt. Die Rhythmik ist aber eigentlich ein logisches, simples und vor allem auch verbindliches System, das auf zwei Ebenen beruht. Ebene 1 ist der regelmäßige Puls. Der grösste Teil der gängigen Rhythmik beruht auf dem regelmäßigen Puls oder Beat. Der wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen betont, was eine Einteilung im Takt ergibt. Ebene 2 ist die Unterteilung vom Puls. Mit der 2er, 3er und 4er Unterteilung vom Puls und der damit möglichen Kombinationen entstehen die Rhythmen und Rhythmusmuster. Meine Schlussfolgerung ist, dass du für eine sichere Rhythmik zwei Fähigkeiten brauchst. Erstens musst du den Pulsschlag verinnerlicht haben, damit du den, ähnlich wie die Durchtonleiter für das tonale System, wie ein eingebautes Metronom als Referenz kannst anwenden. Bei Rhythmik verstehen, fühlen, lesen nenne ich das die persönliche rhythmische Stabilität. Und es ist das absolut unverzichtbare Fundament und Basis für eine korrekte Rhythmik. Und zweitens musst du die zeitlichen Positionen von allen Ereignissen der 2er, 3er und 4er Unterteilungen in Bezug zum Puls kennen und fühlen, damit du die jederzeit kannst korrekt anwenden und kombinieren. Der Nutzen aus diesen Fähigkeiten ist gewaltig. Wer die beiden Ebenen erarbeitet und verinnerlicht hat, der ist rhythmisch kompetent, sicher und eine wertvolle musikalische Stütze. Kann problemlos geschriebene Noten lesen und mit viel weniger Zeitaufwand korrekt erarbeiten. Spielt rhythmisch viel spannendere und packendere Improvisationen. Und ist fähig, in Rhythm-Sections Begleitungen stilistisch so zu interpretieren, dass sie rufen und abgehen. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, das Grundschritttraining nicht zu machen. Und zwar, wenn du dir das Rhythmusgefühl bereits erarbeitet hast und es erfolgreich kannst anwenden. Falls das aber noch nicht passiert ist, dann möchte ich dich dazu motivieren und herzlich einladen, Zeit in das Training zu investieren. Dazu wünsche ich dir viel Spass und Erfolg.